Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Diskussionen und Sie dürfen sich auch gerne alle Rede beteiligen. Sie können jeweils sagen, ob Sie ein Mikrofon haben wollen oder nicht. Dazu noch zwei Hinweise. Der erste Hinweis wäre, wir würden versuchen, eine quotierte Rednerliste zu haben. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass Männer und Frauen abwechselnd sprechen, falls jemand was dagegen hat. Und als zweiten Hinweis, Sie bitte, jeden Redebeitrag auf 3 Minuten zu begrenzen. Das war's auch schon. Die erste Meinung habe ich hier gesehen, dann hier und hier. Ja, danke. Ich wollte einen Beitrag liefern zu einem Thema, das mir hier fehlt. Ich habe Mikko Beek letztes Jahr kennengelernt und hatte auch dieses Schlüssel-Schloss-Erlebnis, weil mich ansprach, dass wir bei der Versorgung mit den Ressourcen, von denen unser Überleben abhängt, mit Engpässen rechnen müssen und wir überhaupt nicht gewappnet sind dafür. Das hat mir gefehlt bei dem Vortrag. Das sind alles gefährliche Dinge, die angesprochen wurden. Aber unser Überleben, unser ganz normaler Alltag hängt davon ab, dass wir Wasser brauchen, dass wir Nahrung brauchen, Wärme, Kleidung, sitzt hier mit am Tisch. Dafür brauchen wir Elektrizität. Ich war heute bei einer Windenergiekonferenz am Standort Altingenieurschule und ein Stadtrat hat die Sache eingeführt, Kassel natürlich, wie man das so üblicherweise macht, beworben als Standort der erneuerbaren Energien, hat das aber kombiniert mit einer Einschätzung, dass der Ölpreis jetzt so niedrig ist und die Ressourcen offensichtlich viel länger halten als gedacht, aber wir trotzdem nicht schlecht fahren, wenn wir mit erneuerbaren Energien weitermachen. Ich dachte nur, alle seriösen Quellen, die sich mit dem Thema beschäftigen, sagen seit Jahren genau das Gegenteil. Also wenn wir hier eine Ressourcenverknappung haben, dann brauchen wir über SITA gar nicht mehr reden. Dann haben wir über das Stadtgebiet verteilt, tolle Schwimmbäder, aber keiner weiß, wo das Wasser sicher herkommen soll oder die Nahrung. Das ist für meine Begriffe ein Problemfeld, das viel näher liegt und das wir kombinieren müssen mit den politischen Themen, wie sie heute Abend hier im Zusammenhang stehen. Und da sagte Nico Page auch, wir müssen damit rechnen, dass uns kaskadenartig Bereiche wegbrechen, weil sich kein Mensch darum kümmert, dass sie im Sinne einer Daseinsvorsorge tatsächlich stabil sind. Wir verlieren im Augenblick auch pro Jahr 1% des weltweiten Ackerbodens. Das heißt, wenn wir diese Prognosen bis 2050 so weitermachen, stehen wir bei 15 Milliarden Menschen auf 1 Quadratmeter, der uns ernähren und glücklich machen soll. Das kann so völlig gehen. Völlig danke. Völlig richtig. Ja. Aber das ist ja wenn Sie heute mit Politikern sprechen und dem sagen Sie, Sie sind nicht für ein unbegrenztes Wachstum. Also wenn Sie heute mit Politikern reden, das ist egal welcher Couleur, vielleicht am wenigsten bei der Linken, aber sonst egal, selbst bei den Grünen reden Sie vom Green New Deal und bei der SPD und der CDU sowieso. Wenn Sie mit denen reden, dann glauben die, Wirtschaftswachstum ist etwas, was Sie hundertprozentig weiterbringt. Also das ist so, wenn man nicht weiß, was macht man, ein wir wachsen. Ja? Und wahrscheinlich muss man betriebswert sein, wenn man darüber redet. Ja? Wir haben Ressourcen, die sind endlich. Wir erleben alle, wie wir hier sitzen, den Peak Oil, also diesen Moment, wo das meiste Öl gefeuert wurde. Wir gehen schon wieder runter. Dass wir momentan Ölpreise haben, die relativ niedrig sind, hängt einfach damit zusammen, weil die Araber doch nicht blöd sind. Die wissen doch ganz genau, wenn sie den Ölpreis höher nehmen, dann wird viel weniger Öl konsumiert. Also fahren wir jetzt nochmal auf dieser Ebene weiter und alle anderen glauben, naja, die Ölheizung lassen wir noch, es geht ja momentan, wir können es uns ja leisten. Das ist reine Strategie. Nur, dass wir kein grenzenloses Wachstum haben werden, ich glaube, da ist sich jeder darüber im Klaren, weil Sie müssen ja nur überlegen, wir haben eine Erde und diese Erde ist ein geschlossenes System. Und mein Gut, da kommt ein bisschen Staub rein und ein bisschen was geht raus, aber im Großen und Ganzen ist es ein geschlossenes System. Und in einem geschlossenen System ist das Wachstum endlich. Ja, das geht eben nur bis zum gewissen Punkt. Und dieser Aspekt des Ressourcenverbrauchs, deswegen machen wir doch das Baumwollrecycling. Weil wir eben genau vor dem Hintergrund gesagt haben, okay, dann nutzen wir halt die Ressourcen länger. Das war der Hintergedanke. Genau, als nächstes hätten wir nach der Quotierung hier und danach den Herrn dort. Ja, jedes Gericht muss
Gesetzgrundlage haben. Und dieses Sondergericht, von welcher Gesetzgrundlage hat er? Hat er von den Staaten, von den Parlamenten oder macht er sich selbst Gesetzgrundlage? Ich kann das nicht begreifen. Die Frage könnte man zum Beispiel an Stefan Beck weitergeben. Möchtest du was dazu sagen? Die Gesetzesgrundlage ist im Prinzip der Vertrag, der Handelsvertrag, das Abkommen. Also TTIP wäre dann die völkerrechtliche Gesetzesgrundlage. Und die geht dann auch über nationales Recht. Und dann gibt es irgendwie bei der Weltbank wie zum Beispiel so ein Organisation, die dann Richtlinien, Verfahrensrichtlinien dann noch machen. Für nach wie so ein Verfahren so ein Schiedsgericht abzulaufen. Ja, wissen Sie denn, wer die Initiative für diese Verhandlung initiiert hat? Wer das initiiert hat, dass die Verhandlung, wer war das? Waren das die Franzosen, waren das die Deutschen? Waren das die Amerikaner oder die jetzt für TTIP? Warum die TTIP-Verhandlung? Wer hat die initiiert? Die Unternehmen. Die Unternehmen. Die Großkonzerne, die habe ich ja am Anfang gesagt, die seit Mitte der 90er Jahre, das war aber auch in Europa, gab es bis dahin zwei Fraktionen, also eine protektionistische Fraktion und eine Globalisierungsfraktion sozusagen. Und dann Mitte der 90er Jahre haben sich die Globalisierer irgendwie durchgesetzt und dann seit Jahren halt in diesen Transatlantic Business Corporations und Dialogues die Lobbyarbeit gemacht. Und das wollte ich eben noch sagen über Kreuzverhandlungen. Das ist ja genau der Punkt, warum es jetzt geht bei TTIP. Weil über all die Sachen, mit Zulassungsbeschränkungen, Zugangshemmnisse und technische Standards wurde schon seit 20 Jahren verhandelt. In Gremien, in fachspezifischen Gremien mit den Zulassungsbehörden, mit den Unternehmensvertretern aus der Branche. Das wurde alles schon seit 20 Jahren verhandelt. Aber dazu brauchen wir kein TTIP, um irgendwie gleiche Blinkerlichter zu haben. Nee, das ist der Punkt. Es sind immer gescheitert, weil ein Haufen Technokraten am Tisch saßen und niemand wollte seinen Standard aufgeben. Natürlich, aber die Zulassungsbehörden sind ja dafür verantwortlich in ihrem Land, was sie zulassen und auf den Markt lassen. Und dann will keiner seinen Standard aufgeben, haben sich nicht geeinigt über 20 Jahre. Und jetzt wird das alles in ein großes Paket geschnürt. Und dann wird halt das eine gegen ganz was anderes getauscht. Es wird jetzt nicht mehr von den Technokraten oder Spezialisten gemacht, sondern von Handelspolitikern. Genau, danke dafür. Eine Bitte noch, bitte mit Handzeichen sich melden, damit wir die Rednerliste machen können. Und vorher hatten wir noch Veronika und danach Helmut. Und generell gilt, wenn ich irgendwen übersehe, bitte vehement winken. Bitte Veronika. Ich wollte mal in den Bereich Energie ansetzen. Energie ist zum Beispiel bei CETA also offen. Das kann liberalisiert werden, das ist Standard. Ich nehme mal ein Beispiel von der Stadt Kassel. Die Stadt Kassel, die schreibt, jedes Jahr muss sie die Strommenge und die den Strombedarf für Straßenbeleuchtung ausschreiben. Na, obwohl wir ja städtische Werke haben, aber die städtischen Werke sind Teilprivatisierungsunternehmen. Und also jedes zweite Jahr wird es zum Beispiel an die Stadtwerke Braunschweig, die vollkommen in Hand von französischen Unternehmen namens Veolia ist. Also in der Stadtwerke, die Kasseler Stadtwerke, die konkurrieren da also jedes Jahr da also mit anderen Werken. Und das wird sich zum Beispiel durch CETA oder durch TTIP, wird sich das noch sehr stark ausweiten. Ich glaube, dass momentan der Schwellenwert der Ausschreibung, glaube ich,
ich sag mal, bei Bauausschreibungen wird es, glaube ich, bei 2 Millionen liegen. Ne? Aber das haben Sie zum Beispiel bei Windkraftanlagen oder sowas, haben Sie das ruckzuck bei Wasserbergen und so, haben Sie das auch ruckzuck. Ne? Dass es dann zum Beispiel nach ein kanadisches Unternehmen geht oder über den Weg von CETA, also über US-Niederlassung, die in Kanada ist, dann nach Europa, so kann das auch gehen. Und dass dann also zum Beispiel die lokalen Handwerker, die ja das meiste bei solchen Anlagen machen, die gucken dann in die Röhre, weil das geht dann nicht mehr. Und in dem Zusammenhang wollte ich nochmal was vertiefen. CETA ist und TTIP wird gedacht als ein lebendiges Abkommen, Living Agreement, das klingt wie eine schöne Blume, heißt aber nichts anderes, als dass sich ein also bei CETA ein Hauptausschuss gelegentlich trifft aus diesen 28 EU-Ländern und die gucken, wie das mit diesen Anhängen ist, also mit diesen Negativlisten. Und die sagen ja beispielsweise, also wir setzen jetzt diese Ausschreibungspflicht, setzen wir jetzt von 2 Millionen, setzen wir auf 1 Million runter oder auf 500.000 Dollar oder sowas. Ne? Das kann jederzeit passieren, ohne dass es irgendwie in Parlamenten irgendwie erscheint. Und dieses lebendige Abkommen stand heute auch im Artikel in der Taz drin, also mit diesen Anhängen. In diesen Anhängen ist ja alles so versteckt, was so Handlungsmasse ist. Ne? Das ist wirklich saugefährlich. Veronika, ja, aber ich persönlich, also wir haben ja momentan genau dieses Thema schon in der Europäischen Union und wir sind ja jetzt wieder an dem Punkt, wo man sagen muss, naja, diese europaweiten Ausschreibungen, wer beteiligt sich denn wirklich daran? Also natürlich ist es wahr, dass die Stadtwerke Kassel sich mit den Stadtwerken Braunschweig und Veolia auseinandersetzen müssen. Gleichwohl ist es auch so, dass es in Frankreich irgendwelche Ausschreibungen gibt, wo deutsche Unternehmen plötzlich beteiligt sind, die früher nicht daran beteiligt worden wären, wenn es keine europäischen Ausschreibungen gegeben hätte. Das heißt, das geht also immer in beide Richtungen. Und dieser Aspekt der europäischen Ausschreibung ist ja per se auch nicht so unbedingt negativ. Weil, ich glaube, es ist was für große Unternehmen. Das ja. Ist der Punkt. Oder Spezialisten. Also es gibt auch sehr viele kleine Unternehmen, die Spezialisten sind und die heute sich im Endeffekt vom Prinzip her, ja natürlich ein Unternehmen wie Veolia, die inzwischen ja immer mehr und mehr den Müll von ganz Deutschland haben, die haben sich natürlich darauf spezialisiert, das ist per se richtig. Aber andererseits muss man halt auch ganz ehrlich eins sagen, natürlich geht es darum, die kleinen Handwerker zu schützen, ja. Aber was ist der Sinn von, der Sinn von einer Ausschreibung? Der Sinn von einer Ausschreibung ist, dass das Unternehmen zum Zug kommt, das den günstigsten Preis abgibt. Und der günstigste Preis ist ein Preis, der uns wiederum als Verbrauchern zugute kommt. Ja, natürlich. Nein, wenn es nur große Unternehmen sind, dann gibt es keinen Markt mehr. 60% von unserem Bruttosozialprodukt werden von 100 Unternehmen in Deutschland gemacht. Wo ist denn da der Markt? Die Subventionspolitik der USA, ne? die ihre Unternehmen subventionieren, um billige Produkte auf den Markt zu werfen. Ne? Ich weiß, ich mache Baumwolle. Ja. Ich meine, Amerikaner und Baumwolle ist so ein klassisches Beispiel dafür, dass es schlimmer nicht mehr geht. Und genauso ist es vergessen worden, das Ganze mit diesen Glyphosat-Sachen, was jetzt auf den Fingern überall rausspritzen, ne? Ist auch nicht gerade gesundheitsfördernd. Ne? Da redet keiner von. Ja, absolut. Gibt es weitere Wortmeldungen? Einmal hier, vielleicht können wir die zwei. Achso, ich habe Helmut vergessen. Vielleicht können wir die drei Fragen sammeln. Das wäre als erst Helmut, dann die Dame und dann Sie. Ja, ja, das muss ja alles ein bisschen fix gehen. Die Zeit ist ja vorangeschritten. Und ich denke, wir machen noch weiter. Nicht, dass Sie denken. Jetzt ist die Luft raus, um Gottes Willen nicht. Ich möchte die europäischen Ausschreibungskriterien,
verstehe ich so, dass die funktionieren nicht ganz, das ist klar, aber das war anscheinend so gewollt, um die Politik letztendlich auch die Öffentlichkeit daran zu gewöhnen, dass es noch mehr geht. Und das ist TTIP. Das ist die Strategie, so vermute ich mal, dass wir Bürger soweit sensibilisiert werden sollen, um letztendlich, was die ganzen festen Vereinbarungskriterien angeht, praktisch wenig entgegenzusetzen haben. Ich denke mal, das ist die Überlegung. Es geht eigentlich, ich weiß, die Diskussion vor 3 Jahren, der polnische Schornsteinfeger könnte hier die Konkurrenz der örtlichen Schornsteinfeger bringen. Da haben wir nie dran geglaubt. Allerdings gibt es schon größere Betriebe, die eine gewisse Vormachtstellung jetzt schon haben, gerade was jetzt auch Müllbeseitigung etc. angeht, was du angesprochen hast. Das behindert natürlich dann die städtischen Unternehmen und auch die Tochtergesellschaften der städtischen Unternehmen, der Stadt oder der Städte. Da geht es schon langsam los. Aber TTIP letztendlich wird diese Problematik alimentieren, letztendlich. Eine Frage noch an die Kandidaten hiervon ist, inwieweit hat TTIP, CETA eine gewisse Auswirkung vor Ort? Das ist ja auch unser Thema. Inwieweit hat es eine Auswirkung auf Hardeshausen, jetzt auf dem wirklichen Mikrobereich, natürlich auf die Stadt. Was passiert denn wirklich hier vor Ort? Vielleicht sammeln wir die anderen 2 Fragen noch dazu. Das war keine Frage, sondern nur eine Anregung für unser Textilfabrikanten. Und zwar, es gibt eine wunderbare Textilpflanze, die auch unter unseren klimatischen Bedingungen wächst. Das wäre Hanf. Ist zwar in der Produktion sehr schwierig, aber es wäre vielleicht als nächstes Standbein anzubieten. Und dann hier vorne bitte. Ein Beitrag zieht in deine Richtung. Es geht immer diesen Ausschreibungsgegebenheiten darum, dass die meisten Ausschreibungen gar keine echten Ausschreibungen sind. Und in dem Moment, wo der Zuschlag erfolgt, kommt mit Sicherheit der Nachschlag. Ich kenne keine Baustelle in den letzten Jahren, die mir bekannt geworden wäre, wo eine Ausschreibung zu den Konditionen erfolgt, wo die Bauleistung zu den Konditionen erfolgt ist, zu denen die Ausschreibung stattgefunden hat. Ich erinnere an die Elbphilharmonie, die war mit 75 Millionen veranschlagt und kostet jetzt 850 Millionen. Ich sehe die Berliner Flughafen, wo heute darüber nachgedacht wird, die Kapitel abzureißen, neu aufzubauen. Das nimmt Ewigkeitsbaustellen, wo manche Konzerne sich damit fleißigen, permanente Einnahmequellen zu haben, ohne wirklich eine Bauleistung abgeben müssen. Und da, wo Bauleistungen abgegeben werden, wird versucht, das zu privatisieren und aus dieser Privatisierung ein massives Kapital zu schlagen. Dafür zeichnet der Autobahnabschnitt Bremen-Bremerhaven, der privatisiert wurde, wo die komplette Beschilderungsanlage vergessen oder nicht in Ansatz gebracht wurde, um den Zuschlag zu bekommen. Die Gemeinden haben sich dann selber gestellt und haben die Schilder bezahlt und aufgestellt. Das sind so Kleinigkeiten, die aber für die Ausschreibung auffallen. Genau, das waren 3 Fragen. Einmal, welche Auswirkungen hat TTIP konkret auf Hallishausen? Zweitens, wie war es mit Hanf als Textilpflanze? Und drittens, das war mehr ein Kommentar als eine Frage eigentlich zu dem Thema öffentliche Ausschreibung. Was gibt es denn hier in Hallishausen? Handwerker, viele Handwerkergeschäfte. Naja, wird jetzt nicht unbedingt so viele Investoren aus den USA anlocken. Natürlich auf jeden Fall die politischen und Konsequenzen und auch die ökonomischen Konsequenzen, die jeder hat. Also das werden die politische Entscheidungsspielräume, sei das jetzt auf kommunaler Ebene, Landesebene oder Bundesebene, eingeschränkt werden.
Und dann, ob man jetzt in Hadershausen sitzt oder woanders, das Chlorhühnchen wird wahrscheinlich überall nicht so beliebt sein. Das ist das andere. Ansonsten ist es schwierig, immer zu sagen, exklusiv. Es kommt ja darauf an, zum Beispiel gibt es ein städtisches Unternehmen. Und wie fällt das in der Grundversorgung oder Daseinsvorsorge? Und es kann durchaus sein, dass durch die Verträge und dann unterschiedliche Definitionen, also wenn irgendjemand dann auf die Idee kommt, das vielleicht kaufen zu wollen, dass das dann übermorgen nicht mehr als Daseinsvorsorge gilt und dann wird es priorisiert. Wie ist es denn mit der Kultur, Schule, Bildung? Da ist bisher noch nichts, also bei TTIP auf jeden Fall noch nichts Konkretes verhandelt. Also eine Kultur wollten sie ja erst mal ausnehmen auf Drängen der Franzosen, ob es dabei bleibt, wird dahingestellt sein. Das liegt an den Verhandlungen. Die Schule ist zum Teil bei CETA drin, Krankenhäuser zum Teil auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, also Sachen, wenn CETA ratifiziert wird, dann wird man bei TTIP nicht dahinter zurückgehen können. Und grundsätzlich, das ist ja das Problem, dass in allen Bereichen, wenn da mal ausländische Investoren schon da sind, Fuß gefasst haben, in dem Bereich, dann ist es nicht mehr möglich, egal ob das jetzt als Daseinsvorsorge gilt oder nicht, die Gefahr los zu wieder zu regionalisieren. Weil dann können die nicht klagen. Egal ob das als Ausnahme in dem Vertrag definiert wurde oder nicht. Wenn das rekommunalisiert werden soll und du hast einen ausländischen Investor, der schon vor Abschluss des Vertrages da war, investiert hat, dann kann man klagen. Und das ist wohl ein Lock-in-Effekt. Dann zum Thema Hamm vielleicht, möchtest du was dazu sagen? Sag nochmal was. Also ich glaube einfach, dass das, was wir alle merken werden, das ist dieser Aspekt. Also ich habe da wirklich keinen Bock drauf, auf das Thema Lebensmittel. Und muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich echt ein bisschen Panik. Den Bereich Lebensmittel, da habe ich echt ein bisschen Panik, habe ich gesagt. Weil das wird uns relativ heftig treffen. Weil wenn wir uns die Vergleiche anschauen, was in Amerika erlaubt ist, was bei uns erlaubt ist, wie stark wir über Jahrzehnte hinweg daran gearbeitet haben, dass wir einfach gesagt haben, wir haben ein relativ strenges Lebensmittelgesetz. Und wenn ich mir angucke, was die Amerikaner dürfen, dann muss ich persönlich sagen, da habe ich wenig Lust drauf. Ich sag mal, und das betrifft halt auch das Thema Hadershausen. Ich denke auch, dass das Thema, was wird in der Landwirtschaft verwendet, durchaus auch Hadershausen betrifft. Ja, auch wenn ihr in vielen Ländern Wein und Oberfelmer abgeben musstet. Aber es gibt ja trotzdem ein paar Felder da draußen, wo Landwirte eben auch Ackerbau betreiben. Und dann kann es eben sein, dass man anstatt von normalen Mais, wie es momentan ist, eben Monsanto-Mais nimmt. Weil der hat ja den großen Vorteil, dass ich da eben nur einmal Roundup Ready drauf sprühen muss und dann wächst der Weiß und ich habe keinen. Wir wissen das gar nicht, glaube ich, zu schätzen vielfach. Ja? Wie toll das ist, dass wir eben dieses Drecks Roundup Ready-Zeug noch nicht haben. Also im Maisbereich. In Amerika gibt es das nur noch. Ja. Das war ja für mich so, als Textiler, ich komme jetzt gleich zur Frage Hand, war das ja so eines meiner Frusterlebnisse, die ich hatte. Ich war letztes Jahr auf einer, also da wo ich bei Nico Pech in Oldenburg war, da war ich auf der Nachdenkstadt der Universität Oldenburg und dann haben die, und da war auch die Bremer Baumwollbörse. Jetzt auch im Textilbündnis. Und
könnte auch sagen, das ist die Lobbyindustrie der Gentechnik, aber ist egal. Also die Bremer Baumwollbörse war auch dort und die haben dann mal gezeigt, wie sich der Baumwollmarkt in den letzten Jahren, und zwar genau in der Zeit seit Brennstadt auf dem Markt ist, wie sich der Baumwollmarkt verändert hat. Und dann sind die hergegangen und haben die einfach gezeigt, das ist jetzt keine Good News, die ich Ihnen sage. 96% aller Baumwolle, und davon gehe ich aus, dass Sie die gerade tragen, also auch tragen, weil Sie ja nicht nur Biobaumwolle tragen, sind genetisch verändert. 96%. Das heißt, während Brainschild so toll gewachsen ist und ich echt stolz drauf war, was wir erreicht haben, hat es Monsanto geschafft, von 81 auf 96% hochzugehen. Was sagst du dann? Okay, was hast du eigentlich erreicht? Also, und dieses Thema genetisch veränderte GMOs, Genetic Manipulated Organisms, das wird einfach auch so ein Thema sein, was eben ganz stärker kommt. Dann wird eben auch der ein oder andere Bauer hergehen und wird sagen, gut, okay, damit ich meine Ernte sichere, dann nehme ich keinen normalen Mais mehr, sondern ich nehme eben den Roundup Ready Mais. Ja. Das ist. Ja, das war ja die einzige Chance, die wir hatten. Deswegen stehen wir ja hier da, wo wir so sind. Ja? Und ich muss persönlich sagen, ich habe das auch nie verstanden, warum es in der deutschen Parteienlandschaft Parteien gibt, die Monsanto unterstützen. Weil ich immer gesagt habe, wie viele Arbeitsplätze haben die eigentlich jetzt hier in Deutschland geschafft? Ja? Hanf. Also Leinen haben wir schon, Flachs haben wir schon in der Wetterau. Also Bio-Leinen in der Wetterau, den machen wir schon. Also da mit Hess Natur gemeinsam, da haben wir schon was drin. Und das Thema Hanf haben wir uns noch nicht dran getraut. Ja, das ist, ja, wenn dann die Felder brennen. kann natürlich ein Thema sein, wobei da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist auch so eine absolute Domäne momentan der Chinesen. Die also da sehr, sehr viel Hanf machen und da auch sehr viel Bio-Hanf anbauen, das auch sehr gut machen. Wenn Sie heute im Waschbeck-Katalog schauen, zu dem Thema Hanf, ist es fast alles, oder Hempage kennen Sie ja wahrscheinlich auch die Marke, die machen fast alles mit chinesischem Bio-Hanf. Das Thema Ausschreibung noch ganz kurz. Berlin halte ich als Beispiel für ungeeignet. Also unseren Hauptstadtflughafen. Weil unser Hauptstadtflughafen ist so das Beispiel für das Versagen unserer Bürokratie. Denn Berlin sollte in der Generalauftragnehmerschaft gemacht werden, und zwar von Bilfinger und Berger Konsortium. Und dann hat das Bundesverkehrsministerium gesagt, das können wir viel besser und viel billiger. Und haben deswegen gesagt, wir machen das nicht als Generalauftragnehmerschaft, ähnlich wie die Fraport-Modelle liefen, also die zum Beispiel Fraport in Shanghai, der Bau des Flughafens in Shanghai, der ja von der Fraport gemacht wurde. Und hat gesagt, nee, wir machen das anders, wir nehmen das mal raus und wir vergeben die Projekte separat. Und das war genau im Endeffekt der Punkt dafür, warum diese Ausschreibung da nicht funktioniert hat, weil man eben alles zerflattert hat und keiner hatte mehr die Verantwortung und irgendwann haben unsere Bürokraten vergessen, wie es funktioniert. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare? Da hinten sehe ich keine Hand mehr. Und sonst jemanden? Sie haben das Wort. Direkt dazu zu Roundup und zu Monsanto. Die These aufgestellt, dass sie nicht verstehen, wieso die deutsche Regierung Monsanto unterstützt in dieser Hinsicht. Und das muss erklärt werden. Und erklärt insofern, als dass die gesamte konventionelle Landwirtschaft mittlerweile auf diesen Mittel fußt. Ohne Glyphosat sind weder die Erträge, die sie heute gesteigert sind, noch ist die Möglichkeit der Expansion der Großlandwirtschaft möglich, jedenfalls nicht bis jetzt. Die fußt darauf, auf dieser Erfindung von Monsanto von vor Jahrzehnten. Und das ist das Elend, was uns hier entgegensteht. Und wenn natürlich das nun umgekippt wird, wenn TTIP im Grunde unsere Dinge, die wir jetzt nun ein bisschen hier noch zurückgehalten haben, die haben ja eben schon erklärt, dass wir das, was wir alle tragen, dass das 3/4 oder 90%
auch eben schon beeinflusst ist durch dieses Großunternehmen dort aus Nordamerika, dass diese Dinge uns jetzt nun, wir haben gerade noch ein kleines Stückchen, das wir vielleicht noch retten wollen, aber dieses Elend, das soll uns dann noch praktisch ins Haus geschickt werden, durch die Hintertür, durch TTIP. Und deswegen wollen wir noch ein Stückchen wenigstens versuchen, das zu erhalten, was wir noch retten können. So sehe ich das. Genau, dann haben wir noch eine Wortmeldung da drüben. Ja, ich will einfach mal die Frage in den Raum werfen. Sind wir in der Geschichte, dass alles billiger produziert werden soll mit unserer Geiz-ist-Geil-Mentalität, jetzt selber keine Schuld und zwingen auf der anderen Seite die Unternehmen zu diesen Hilfsmitteln zu greifen, um eben billiger produzieren, billiger liefern zu können? Das ist so eine philosophische Frage. Ich möchte es an einem anderen Beispiel verdeutlichen. Ich habe Primark ist den meisten von Ihnen, denke ich, Begriff. Für die es nicht kennen, Klamotten für Kinder zu Eurobeträgen, aber modisch relativ attraktiv. Und jetzt habe ich neulich auf Facebook mal einen Kommentar gesehen, wo dann einer gesagt hat, geht zu den Verkäuferinnen hin und sagt den Verkäuferinnen, was sie für einen Scheiß verkaufen. Und dann habe ich gesagt, was soll der Blödsinn? Ja? Was machen denn die Kinder? Die Kinder ahmen das nach, was sie bei ihren Müttern sehen. Ja? Welche Frau... Bitte? Und Väter. Es geht nicht nur Mütter und Väter. Ja, ich sage jetzt mal so, das Textil... Also das kann ich jetzt... Das ist so Kernkompetenz von mir. Das Einkaufsverhalten von Männern bei Textilien ist grundlegend unterschiedlich als das von Frauen. Das ist per se so. Das sehen wir ja immer im Endeffekt. Männer kaufen bedarfsorientiert, Frauen kaufen nicht bedarfsorientiert. Ja? Wenn ein Mann ein Hemd kauft, dann kauft er das Hemd, weil er es braucht, nicht weil es schön ist. Also es gibt sicherlich auch Männer, die ein Hemd kaufen, weil es schön ist, aber die Mehrzahl kauft, weil sie es brauchen. Das merken wir immer daran, wenn wir die Sommerkollektion bringen. Die bringen wir ja schon im Februar. Und die Frauenmarken bringen die ja auch schon im Februar oder im Januar. Und die Frauenmarken verkaufen die. Wir verkaufen die nicht. Ja, weil im Februar kommt kein Mann auf die Idee, ein Sommerhemd zu kaufen. Sommerhemd kaufen wir im Mai, wenn es warm ist und nicht vorher. Ja, da ist schon ein unterschiedliches Verhalten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das war... ich weiß nicht, wer von Ihnen die Frau Burkhardt kennt, die Vorsitzende von Femnet. Die hat ja ein Buch geschrieben über dieses Thema Rana Plaza. Und da gibt es eine Statistik, die fand ich spannend. Die hat nämlich gesagt, jede Frau kauft im Schnitt 60 Kleidungsteile pro Jahr. Jede nicht. Soziale Femnet. Doch, die gehen nämlich zu Kick und machen genau das Gleiche. Und von diesen 60 Teilen, jetzt kommt nämlich eigentlich das Schockierende, und von diesen 60 Teilen werden etwa 35% nie getragen. So, und wenn ich jedes Mal hingehe, also das heißt 12 Monate, 5 Teile pro Monat, das heißt also, und was macht mir bekannt, fing ja an mit Primark und Geiz ist geil. So, und das sieht im Endeffekt die Tochter, wie ihre Mutter einkauft. Oder ihr Vater. Und dann sagt das Kind, Mensch, genauso kaufe ich auch ein. Und es gibt einen Laden, wo das Kind das kann, bei Primark. Weil da hat das Kind, wenn es 20 Euro Taschengeld hat oder 25, kann es bei Primark 5 Teile kaufen. Und dann ist nämlich nicht das Problem, die Verkäuferin, sondern es ist das Problem, was leben wir denn vor? Ja, und welche Wertschätzung haben wir denn? Und dann sind wir auch wieder bei Nico Pech, der halt sagt, fahr das doch runter, reduzier das doch mal, mach doch mal weniger, ja, entschleunige mal, konsumier doch einfach weniger. Ich will ja nicht zum Konsumenten, als Unternehmer nicht zum Konsumentenverzicht aufrufen, aber ich sage ganz ehrlich, warum machen wir das denn zum Beispiel mit den Hemden? Warum gehen wir denn bei den Hemden her und sagen, wir liefern ihnen einen zweiten Kragen mit? Das ist doch völlig blöd, wir schenken uns doch einmal den Umsatz.
Aber wir sagen eben, wenn wir hergehen und wenn wir reduzieren damit, und dann meine, unsere Hemden sind ja nicht billig. Ein Hemd von uns kostet 80 Euro plus. Ja. Aber wenn ich eben weiß, dass ich das Hemd doppelt so lange trage wie ein Hemd für 40 Euro, dann kostet es genauso viel. So. Und das sind einfach, aber wir haben die Hälfte der Ressourcen nur gebraucht. Also es ist schon sehr viel dran. Andererseits sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, auch wieder Thema Textilindustrie im weitesten Sinne, wir schweifen gerade ein bisschen von TTIP ab, aber ich versuche es wieder zurückzukriegen. Wenn Sie mit dem Herrn Seidensticker Senior, als er noch lebte, so vor 40 Jahren geredet hätten, und Sie hätten den gefragt, nachts aus dem Bett geholt, dann hätten Sie ihm gesagt, wo kommen deine Einlagen her? Dann hätte er ihm das wie aus der Pistole geschossen gesagt. Und wenn Sie heute seinen Sohn fragen oder seinen Großenkel und fragen ihn, wo kommen die, weiß ich doch nicht. Ja. Ich hatte eine Diskussion mit dem Geschäftsführer von German Fashion. German Fashion ist der deutsche Modeverband. Also der billige Modeverband. Es gibt zwei, es gibt Mode und Textil. Der eine ist der hochwertige, da ist Boss drin, und der andere ist German Fashion, da ist Kick drin. Und dann unterhalten sie sich mit dem Geschäftsführer von German Fashion und dann geht er zu ihnen hin und sagt zu ihnen, also sie müssen das jetzt schon verstehen. Unsere Unternehmen machen teilweise 12 Kollektionen im Jahr, also rechnerisch jeden Monat eine. Da müssen Sie schon verstehen, dass die nicht die Lieferkette bis ins Detail kennen können. Und da sage ich immer, wenn die Klitsche Brainshirt, also dieses kleine Lädchen Brainshirt, in der Lage ist, ganz genau zu sagen, woher kommen meine Knöpfe und woher kommt meine Einlage und woher kommt mein Garn, und Sie bei jedem Hemd von uns nachvollziehen können, wann ist das wo wie gefertigt worden, dann sollte das doch bitte ein großes Unternehmen auch nachvollziehen können. Aber die Frage ist ja nicht, ob sie es können, sondern die Frage ist doch, ob sie es wollen. Und die wollen das nicht, das interessiert die nicht. Ja? Das ist denen egal. Kick hat bis heute, Kick hat gesagt, wir sind in Rana Plaza, also das ist diese Fabrik, die eingestürzt ist, wo knapp 3000 Näherinnen gestorben sind. Die sind daran beteiligt. Die wissen ganz genau, dass sie im Endeffekt sich dazu verpflichtet haben, in diesen Opferentschädigungsfonds einzuzahlen, und die tun es nicht und gehen gleichzeitig her zum Minister Müller und sind jetzt das neueste oder eins der neuesten Mitglieder beim Textilen Bündnis. Ich bin auch Mitglied beim Textilen Bündnis. Ich muss sagen, ich habe mich noch nie so gefreut, dass ich ausnahmsweise keine Pressemitteilung geschrieben habe. Weil ich gesagt habe, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit unserem Unternehmen im gleichen Verband bin, und deswegen bin ich auch momentan aus Textilen Bündnis nicht gut zu sprechen, ja, wie kann da ein Unternehmen drin sein, das heute immer noch nicht sich dazu entschlossen hat, die 30 Millionen zu zahlen an die Näherinnen in Bangladesch? Aber draußen gehen sie hin und sagen, gute Karriere statt gute Vorsätze. Nee, wirklich nicht. Ja, vielen Dank. Unsere Diskussionszeit langt sich langsam ein Ende. Deswegen würde ich vorschlagen, wir haben noch eine letzte Wortmeldung dort. Und dann gehen wir auf die Frage ein, was jetzt? Das war ja auch die Frage, die eben schon aufgeworfen wurde, wo wir eben gesagt haben, wir sind jetzt mit diesen drei Abkommen konfrontiert, mit TTIP, mit CETA und mit TISA. Und wie gehen wir später damit um? Das heißt, einmal hätten wir noch Sie und danach die Diskussion, was können wir selber tun? Ja gut, ich wollte eigentlich zu dem, was können wir tun, schon was sagen. Also ich glaube an die Demokratie. Zumindest setze ich mich auch in meinem bescheidenen politischen Betätigung dafür ein, weil wir nichts Besseres haben. Und Demokratie bedeutet, dass ein frei gewähltes parlamentarisches Gremium über das Wohl des Volkes entscheiden kann. Wir haben jetzt schon die Situation, dass wir in vielen Bereichen, auch unseres Alltags, zum Beispiel Ausländerrecht, Wasserrecht, europäisches Recht haben, was im Grunde genommen für unser bundesdeutsches Parlament gar nicht mehr verhandelbar ist. Deswegen ist es schon mal wichtig, dass wir ein von uns direkt gewähltes Europaparlament haben, dass dessen Kompetenzen gestärkt werden, dass wenigstens dieses von allen Europäern gewählte Parlament über das Wohl des Volkes entscheiden kann und frei Gesetze zum Wohl des Volkes machen kann. Wir haben aber leider kein gemeinsames Parlament von der EU und von USA. Das heißt also, solche Abkommen wie TTIP und CETA stellen konkret eine Entmachtung
der demokratisch gewählten Parlamente, in diesem Falle jetzt einmal der nationalen und zum zweiten des Europaparlaments, vielleicht auch des amerikanischen Parlaments da. Und deswegen kann ich keinen dieser Parlamentarier verstehen, der bereit sein könnte, sich auf diese Weise selbst zu entmachten. Und in diesem Sinne müssen wir weiter politisch argumentieren. Ich finde es auch ganz toll, dass mit einmal plötzlich, nachdem sich für CETA keiner interessiert hat, wenigstens bei dem TTIP, jetzt sich eine breite öffentliche Diskussion aufgetan hat, und wir müssen das weiter verfolgen. Und ich kenne sozialdemokratische Europaabgeordnete, die ganz klipp und klar gesagt haben, sowohl TTIP wie CETA enthalten für mich rote Linien, No-Gos, so wie sie sind, kann ich denen nicht zustimmen. Und das ist nämlich auch der Mist, dass da nicht transparent verhandelt wird. Wenn ich dem Abgeordneten nachher irgendwas vorsetze, wo man ihm sagt, das ist jetzt so ausgehandelt, frisst oder stirbt, dann kann ein vernünftiger Abgeordneter nur sagen, ich fresse nicht. Unser Problem ist nur, dass die sozialistische Fraktion im Europäischen Parlament keine Mehrheit hat, dass diese Anti-Europäer, denen ist das scheißegal, dass wir also auch daran arbeiten müssen, dass zunächst mal im Europaparlament Mehrheiten sind, die sagen, das machen wir nicht. Wir brauchen das nicht. Und es ist schön, es ist blöd, dass es Handelshemmnisse gibt, aber mir ist eigentlich das öffentliche Wohl, das Erhalten von Umweltstandards, das Erhalten von Arbeitnehmerrechten wesentlicher und wichtiger als der Abbau von Handelshemmnissen. Und wir können einfach nicht genug dafür argumentieren und unsere Politiker sensibilisieren, dass sie das auch einsehen und sagen, wir werden und wir wollen uns nicht selbst entmachten. Bevor ich es vergesse, kommt der Helmut noch. Ja, also es ist ja Folgendes. Es geht auch nicht um die delegierte Demokratie über Parteien, sondern wir müssen tatsächlich betrachten, alle demokratischen, orientierten Menschen, die auch Anspruch anmelden zu gewissen Themen. Und da ist es sehr wichtig, dass die NGOs, Bürgerinitiativen und sonstige Gruppierungen auch gehört werden müssen. Und es ist leider so, dass die parlamentarische Demokratie, das ist ja ohne Zweifel auch, in einer gewissen Krise stecken und letztendlich auch angewiesen sind auf solche NGOs und sonstigen demokratischen Initiativen. Das möchte ich gerne dazu haben, denn es wäre falsch zu sagen, wenn das Europäische Parlament sich eine gewisse Mehrheit hinorientiert und dann letztendlich die Durchsetzungskraft darüber hinaus nicht möglich ist, nur weil TTIP dann möglicherweise dann schon beschlossen ist. Und du hast ja recht, dass sich dann das Europäische Parlament sich selbst herauskatapultiert hat. Das dazu. Der eigentliche Punkt für mich ist jetzt, kurz vorm Ende, zu sagen, ja, was soll denn jetzt nun werden? Wir sind jetzt einigermaßen aufgeklärt, sensibilisiert. Wollen wir nun dafür plädieren, dass eben TTIP und sonstige andere Schweinereiverhandlungen abgebrochen werden soll oder muss, um dann eben einen Neustart zu initiieren? Und das wäre jetzt auch mal die Frage, ja, auch an euch und von den zwei Vertretern hier, einen Neustart, und zwar auf allen Ebenen, zum Beispiel zum fairen Handel zu kommen, Fairness in verschiedenen Bereichen, genau das Gegenteil, das, was du, Stefan, dargestellt hast, umzukehren, wo letztendlich auch viele, nicht nur die parlamentarischen Politiker, sondern auch die Bürger, die auch gern Verantwortung tragen, wenn sie ernst genommen werden.
Ja, also ich weiß nicht so recht, was ich mit dem Begriff Neustadt anfangen soll. Also ich denke, wir brauchen überhaupt kein Diet. Es gibt durchaus vernünftige Sachen, irgendwie technische Standards anzugleichen oder so. Das kann man aber auch mit den ISU-Behörden, mit ministerialer Unterstützung überlassen. Dazu braucht man nicht so ein Handelsabkommen, in dem es gar nicht mehr darum geht, Freihandel zu schaffen, in dem es nämlich darum geht, Mitbestimmungsrechte abzuschaffen und demokratische Rechte einzuschränken, damit die großen Unternehmen dann praktisch unsere Demokratie machen und wir nicht mehr dagegen als Staat oder als gewählte Volksvertretung nichts mehr machen können, weil wir Völkerrecht halt über uns haben. Wir brauchen kein TTIP. Da geht es nicht um freien Handel. Es geht darum, Demokratien einzuschränken oder zu verkaufen, sozusagen. Verscherben wäre besser. Also, warum braucht man so ein Riesenabkommen, in dem ja nur irgendwie irgendwo das eine gegen das andere getauscht wird? Das passt unseren Unternehmen nicht und das passt euren Unternehmen nicht, also dann wird drum geschachert. Weil all die Sachen, die für Handel und technische Standards, das könnte man alles in einzelnen Gremien machen. Dazu braucht man keinen völkerrechtlichen Vertrag. Ich sehe das als eine neue Art von Diktatur. So kommt es doch. Okay, vielleicht eine letzte Meldung noch und dann würde ich gerne nochmal Herrn Hebeler für einen Schlusssatz übergeben und danach, denke ich, haben wir uns auch umfassend ausgetauscht. Ja. Wo es mir ja nicht nochmal darum geht, ist die ganze Philosophie auch von TTIP. Es geht ja eigentlich nur darum, dass das Wachstum immer weitergehen soll, immer weiter, obwohl das Wachstum ja gar keins ist, was wir schon gesehen haben. Und was ich auch noch darauf hinweisen wollte, es gab ja schon mal so einen Versuch mit dem Mai-Abkommen vor 20 Jahren, das ist auch gescheitert, der Versuch, ein multilaterales Investitionsabkommen, auch mit den USA. Und meine Empfehlung ist eigentlich auch, weil im Endeffekt liegt das ja in der repräsentativen Demokratie, in der Politik die Entscheidung, dass wir die Politik mehr pflegen müssen, auch direkt vor Ort und unsere Abgeordneten ins Gewahrsam nehmen. Oder mal ein anderes Beispiel von Bruno Inkermann, wo es in anderen Ländern ein bisschen anders ist mit der politischen Pflege. Porto Alegre ist bekannt für den Bürgerhaushalt und Bruno war auch da. Und der Bürgerhaushalt heißt, dass die Bürger den Haushalt der Stadt mit aufstellen. Da habe ich ihn gefragt, ja, und was machen die Bürger, wenn die Politiker das nicht einhalten vom Bürgerhaushalt? Dann sagte der Bruno ganz locker, ja, dann kriegen sie die Fensterscheiben angeworfen. So ist das in Brasilien. Okay, danke schön. Das heißt, wir haben im Prinzip auf die Frage, was können wir tun, drei Sachen festgelegt. Das eine ist weiter informieren, das zweite ist Politik und Parlamentarier unter Druck setzen und das dritte ist sicher, TTIP an sich zu verhindern und dazu gibt es ja morgen die Demonstration, wie schon angekündigt wurde, um 13 Uhr auf dem Webelplatz. Und zu Ende der Veranstaltung würde ich gerne beide Referenten noch um ein kurzes Statement bitten. Brauchen wir TTIP, ja oder nein? Ich würde gerne noch mal vorher was sagen. Entschuldigung, also ich würde gerne den Satz noch Neustart oder was, da würde ich gerne noch was dazu sagen. Vorab eine Bemerkung. Ich bin nicht der Meinung, dass alles, was in Verbindung mit TTIP passiert, in irgendeiner Form für parteipolitische Diskussionen geeignet ist. Das geht mir einfach darum, weil hier zweimal SPD fiel. Sigmar Gabriel ist einer der glühendsten Verfechter von TTIP. Also das muss man ganz einfach sagen. Also deswegen, nein, aber ich sage doch im Endeffekt, was ich damit sagen will.
ich habe es doch gehört. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, das ist nicht parteipolitisch geeignet, dieses Thema. Und ich muss eins ganz ehrlich sagen, Veronika, das geht jetzt an dich. Ich bin heilfroh, dass es Attac gibt. Weil das, was Attac in Verbindung mit TTIP gemacht hat, wenn wir Attac nicht hätten, wären wir bei dieser ganzen TTIP-Diskussion überhaupt nicht. Da wären wir eingeschläfert worden von unserer Kanzlerin und irgendwann hätten wir es gehabt. Also da muss ich wirklich sagen, ich bin echt Attac dankbar dafür, was ihr gemacht habt. Großen, großen Respekt. Und zu dem Thema Neustart oder was auch immer. Ich bin schon irgendwo glühender Europäer. Und ich bin wirklich der Meinung, dass diese Europäische Union und dieser Vertrag eigentlich ziemlich cool ist. Und wenn wir uns angucken, wie das damals, ich weiß, das siehst du jetzt ein bisschen, das ist jetzt wahrscheinlich für dich zu sozialromantisch oder wie auch immer, aber ich finde, wenn wir uns angucken, wie damals dieser europäische Binnenmarkt entstanden ist, dann haben wir eigentlich eine sehr, sehr gute Vorlage gehabt. Da gab es nämlich irgendwann mal ein sogenanntes Weißbuch vom Herrn Delors, in dem 700 Punkte drin standen, wie man gesagt hat, welche nicht-tarifären Handelshemmnisse man abbauen sollte, bevor es zum EU-Binnenmarkt kommt. Und diese 700 Punkte waren erstens transparent, die hat jeder gekannt, jeder konnte sehen, was ist damit zu tun, wie ist das anzugehen. Und bevor es zum EU-Binnenmarkt kam, waren diese 700 Punkte alle abgearbeitet. Ja, auch natürlich dadurch, dass man eben gesagt hat, wenn man sich nicht darauf geeinigt hat, ob man den deutschen Stecker mit zwei Polen oder den englischen mit drei Polen nimmt, hat man gesagt, gut, wir erkennen beide an. Ja, das hat man natürlich schon gemacht, aber vom Prinzip her war es für mich ein völlig transparenter Prozess und er hat allen eigentlich genutzt und das wäre für mich so ein Prozess, so eine Art TTIP-Weißbuch, das wäre für mich so ein Prozess, den ich mir gut vorstellen könnte. Der würde nämlich dann irgendwo etwas bringen und alle wären daran beteiligt oder könnten zumindest daran beteiligt sein, wenn sie wollten. Stefan, ein kurzes Schlusswort. Ja, also zum Europa kurz. Das war ja ein Beispiel negativer Integration und das war, weil eben irgendwie man sich nicht einigen konnte auf gemeinsame Standards, haben dann die Gerichte, der Europäische Gerichtshof hat dann entschieden, dass das anerkannt werden muss und hat dann, glaube ich, kam zu so einer Form der negativen Integration. Ja, und dann ja, hat man einfach den geringsten Nenner genommen und sich darauf geeinigt. Aber jetzt zwischen den USA und der EU gibt es ja eigentlich kein Gericht, das da einschreiten könnte. Das heißt, wer entscheidet jetzt, wenn sich die Politiker nicht einigen können, dann sind es die Lobbygruppen. Zu TTIP, also ich sage es mal ganz kurz. Ich denke, wir können darauf verzichten, weil es nämlich tatsächlich nicht um Handel geht, sondern um Umverteilung von politischer und ökonomischer Macht. Ja, vielen, vielen Dank. Es ist mittlerweile 9:45 und ich denke, unsere beiden Referenten haben einen großen Applaus verdient. Einmal Dr. Stefan Beck von der Universität Kassel und einmal Matthias Hebeler, Textilfabrikant aus Fulda. Vielen Dank. Und vielen Dank auch ans Publikum, an Ihre Aufmerksamkeit für Ihre Fragen. Wenn Sie weiter Interesse haben, zum Beispiel die Sachen nachzulesen, die Stefan Beck geschrieben hat, können Sie seinen Namen googeln, Stefan Beck, Universität Kassel, und finden die ganze Publikation auch online, wenn Sie das in Ruhe nochmal nachlesen wollen. Und wenn Sie sich für die fairen ökologischen T-Shirts interessieren, können Sie mal brainshirt.eu, ist die Webseite, ist das richtig? Das gerne angucken. Und dann übergebe ich nochmal an Helmut für die Einladung. Ja, ich möchte mich auch bedanken, die Kulturinitiativen und Attac. Haben sich schon Gedanken gemacht, wie läuft das heute? Und ich finde es richtig gut, dass wir auch hier in diesem Stadtteil richtig toll diskutieren können. Vielen Dank. Der Koch vom Papenenne, der hat bis Wolfgang,
Wie lange ist der noch da? Die Küche? 11 Uhr. Bis 11 Uhr. Also die Küche ist noch offen. Schönen Abend.